Extremöl haben wir immer noch gar nichts rausgefunden, ne? Schade eigentlich, ne? So, Twemeröl, Elfenohr. Oh, Magicka wiederherstellen kann Twemeröl, das ist gut. Und Elfenohr kann das auch. Fackelwürmchen, Brust und Twemeröl könnte dann ja auch funktionieren, ne? Weil da haben wir Magicka. Wajo. Frostsalze und Giftblüte, warum nicht? Funktioniert nicht. Frostsalze und Feuersalze. Magicka wiederherstellen. Okay. Falkenfedern. Oh, Falkenfedern interessieren mich auch so. Zum Beispiel mit der Fackelwürmchenbrust. Funktioniert nicht. Ja, machen wir ein bisschen Züge hier einfach mit Fallmeerohr. Kann man alles kombinieren. Davon haben wir mehr als genügend. Und die Dinger taugen einfach nichts. Ja, Kobold. Knochenmehl. Nee, Koboldschemel. Ich nehme Koboldschemel. Funktioniert trotzdem nicht. Knoblauch und Knochenmehl gibt. Keine Ahnung. Knoblauch und Lavendel riecht bestimmt interessant. Und verstärkt die Ausdauer. Kannst rennen, bis du tot umfällst, so stinkt das Zeug. So, Pilze sind ja immer ganz gut. Ich kombiniere mal zwei Pilze, das funktioniert nicht. Maratabinella kombiniere ich mit. Fliegenpilz. Ausdauer regenerieren macht der Fliegenpilz, ist auch gut. So, Fliegenpilz und Namiras Fäulnis. Kommt nichts bei raus. Nirnwurz und Namiras Fäulnis. Kommt auch nichts bei raus. Namiras Fäulnis und Mondfalterflügel. Alter Verwalter. Gesundheit regenerieren. Auch nicht schlecht. Gesundheit regenerieren. Gesundheit verstärken. Ich verkaufe Heilmittel. Und Gesundheit wiederherstellen. Und was kommt dabei raus? Schmiedekunst verstärken. Auch gut. Und so? Gesundheit verstärken. Und so? Zaubertrank, Gesundheit verstärken. Okay. Gesundheit wiederherstellen. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge. Was habe ich denn da? Das ist der Blasenpilz. Das kommt auch also ich bin jetzt gerade mit drei am experimentieren. Ich mache jetzt mal die Auswahl weg. Am interessantesten sind natürlich immer noch die, wo wir noch gar nichts wissen drüber, ne? Also, kombiniere ich dann auch einfach mal miteinander. Wo irgendwie nicht viel bei rauskommt. Biene. Und Drachenbaum. Drachenbaum ist eigentlich voll cool. Und Drosselei? Nee. D3-Herz und Drosselei. Nee. D3-Herz und... Die sind halt wahrscheinlich wertvoll, die D3-Herzen, ne? 250 das Stück. Eisgeistzähne und Kauruseier. Unsichtbarkeit. Sehr schön. Also Unsichtbarkeit, Anfähigkeit für Gift. Eisgeistzähne und... Fackelwürmchenbrust. Die Fackelwürmchenbrüste würde ich schon gerne verarbeiten zu irgendwas. Ich habe noch keine Ahnung was. Vielleicht mit Feuersalzen? Nö. Fackel und Feuer, ihr wisst schon. Mit einer gelben Bergblume, warum auch nicht? Nee. Hexenrabenfedern? Nee. Fackelwürmchenbrust und Honigwabe? Ausdauer wiederherstellen. Da haben wir schon was. Also zwei insektoide Dinge zusammen. Honig und Ei? Gibt nix. Karpfen und Honig? Ausdauer wiederherstellen. Jasbei, Trauben und eine kleine Perle? Funktioniert nicht. Knochenmehl und ein Geweih? Funktioniert nicht. Lichtblüte Lavendel? Hat man, glaube ich, schon Magieresistenz, genau. Magisches Leichentuch, komm, muss jetzt auch einfach mal. Magieresistenz, okay. Menschenfleisch und Lichtblüte? Lemon, auch cool. Lavendel,
Marika, Ausdauer verstärken, Ausdauer regenerieren, kommt wahrscheinlich auch was raus. Nein, nicht mehr, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten. Orange Pfeilfedern und Perlen. Okay, cool. Glückstreffer. Da kommt nichts bei rum. Okay, Ausdauer senken kann die auch. Bei mir findet ihr. Da kommt nichts bei rum. So als einfach mal so ein Versuch. Hexenrahmen klauen und Federn. Bringt zusammen nichts. Wäre auch irgendwie so eine logische Zusammensetzung gewesen, meiner Meinung nach. Bei der Lavendel fehlt noch was. Die Lichtblüte und das menschliche Herz. Kommt nichts bei raus. Lichtblüte und das da. Was haben wir denn die zwei von Lichtblüte? Lähmen und Magieresistenz. Riesenflechte, hopp. Andere Riesenflechte mit der Bergblume. Hey, cool, Magika wiederherstellen. So, Salz ist ein magisches Ding von den Effekten her hauptsächlich. Nehmen wir mal Glühstaub, kommt nichts bei raus. Nehmen wir mal Glühstaub und Giftblüte, kommt nichts bei raus. Nehmen wir mal Glühstaub und eine kleine Perle, kommt auch nichts bei raus. Giftblüte und Lichtblüte. Furcht. Sehr cool. Meine Hilfe Feuersalze und Kriechranke. Hey, was gefunden? Koboldschemel noch dazu. Bringt nichts. Lavendel haben wir jetzt schon ziemlich gut erforscht, eigentlich der Mondzucker. Den müssen wir jetzt einfach mal mit irgendwas Interessantem raushauen. Ich mach mal Mondzucker und Salz der Leere. Passiert nichts. Salz der Leere, normales Salz. Passiert nichts. Salz der Leere und Bergblume. Ja. Okay. Salz der Leere und Schlachterfischei. Okay. Salz der Leere und Schimmerpilz. Okay. Salze, leere Gesundheit lenken, Magiker verstärken und Frostsalze. Nee. Gesundheit senken und Grassamen. Veränderung verstärken, auch cool. Boah, ey. Falkenfedern und Lavendel. Passiert nichts. Ich habe noch ein Elfenohr. Auf Elfenohr nochmal Magika wiederherstellen. Nee. Fallmeerohr. Es sind so viele. Ich habe noch. Ich habe noch viele Sachen zum Rumkombinieren. Chaurus Jägerfühler. Und einfach mal den Drachenbaum. Passiert nichts. Chaurus Jägerfühler und Eisgeistzähne. Chaurus Jägerfühler und Koboldschemel? Nee. So viel zu dem Chaurus Jägerfühler und im letzten Mal Pfeilfedern. Kommt nichts bei raus. Also es gibt ziemlich viele, wo nichts bei rauskommt. Schade eigentlich, orange Pfeilfedern. Jetzt gehe ich nochmal kurz gezielt vor. Beschwörung verstärken zum Beispiel. Mal blaue Bergblume und Schmetterlingsflügel. Magika Regeneration senken kommt dabei raus. Das ist natürlich schade. Blaue Bergblume ist eine tolle Angelegenheit für mich. Die muss ich sammeln. Und jetzt schauen wir einfach mal. Das zusammen mit. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Bla. Ausdauer regenerieren. Was haben wir da? Nehmen wir mal den Fliegenpilz. Kam nichts bei rum. War halt einfach mal ein Versuch. Ich weiß noch nicht genau so 100%, wie sich die gegenseitig erzürnen ist ja cool. Wie sich die Sachen gegenseitig so beeinflussen, ist mir einfach noch nicht hundertprozentig klar. Ich glaube, man muss halt einfach wirklich auch mal ein paar Sachen rausfinden. Magika wiederherstellen auf den Grashalmen.
Grashalmen. Grassamen. Einfach mal so. Einfach mal so ein bisschen. Bisschen rumexperimentieren. Wo ein bisschen was rauskommt. Obwohl ich mir jetzt natürlich relativ viele Zutaten schon wieder durch. Durch Mist raushaue. Also ich gehe jetzt nochmal durch und such mal von was ich noch nichts weiß. Oder wenig. Also blutende Krone. Gehe jetzt einfach mehr oder weniger systematisch durch, bis ich was finde, das funktioniert. Ich benutze auch die D3-Herzen. Ist mir jetzt wurscht, ob die wertvoll sind. Blutende Krone und Ektoplasma. Kommt nichts bei raus. So. Kraniswurzel, gibt es auch noch recht wenig drüber zu berichten. Grassamen. Und Knochenmehl. Ausdauersenkeln. Senkeln. Sehr gut. Das D3-Herz kombiniere ich jetzt einfach mit irgendwas anderem. Tollen, ich weiß nicht was. Komm, Tollkirsche. Nein, aber über die Tollkirsche wissen wir auch noch nichts. Ich kombiniere hier einfach mal witzig um mich herum. Gesundheit senken kann die Tollkirsche. Und kann sie noch irgendwas? Kann sie vielleicht auch? Kann sie vielleicht auch? Das kommt ja oft zusammen. Gesundheit verstärken. Mit dem Schimmerpilz. Zerstörung verstärken ist auch gut. Magika-Regeneration. Hängemoos probieren wir einfach auch mal. Also es sind gewisse Effekte scheinen immer Vorrang vor anderen zu haben. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oder ist es zufällig? Das glaube ich eigentlich nicht. Knochenmehl, Lavendel. Wie lange stehe ich hier eigentlich schon? Schon eine Zeit lang, ne? Ist aber egal. Es ist irgendwie, das rauszufinden ist... Schlachterfischei. Taschendiebstahl verstärken. So, Schlachterfischei und Grashalmen. Giftresistenz. Und Flusspeitscher. Kommt nichts mehr raus. Boah, hier gibt es da viele Sachen. Und Steinhuscher und Spinnenei. Ein Omelett machen wir quasi. Ausdauer senken. Und Sumpfpilzschote und Säbelzahntigerauge. Gesundheit wiederherstellen, das ist doch schön. Eins, zwei, drei, hopp. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Also die will ich halt einfach echt. Dauerhafter Magikerschaden ist natürlich auch nicht schlecht. Die möchte ich halt schon ganz gerne. Einfach verbauen, Gesundheit wiederherstellen. Auch wenn die natürlich recht schlecht sind, die ich hier noch mache. Ich kann sie mir ja in rauen Mengen dann zuführen. So, die Tollkirsche weiß inzwischen auch ein paar Sachen. Trollfett und Vampirstaub. Klingt doch nach einer leckeren Mischung. So früh auf die Stulle, ne? Weißkappe. Kommt nichts bei raus. Trollfett und Bergblume. Kommt nichts bei raus. Trollfett und Schlammkrabbenchitin, Giftresistenz. Okay, da haben wir doch schon mal wieder was gefunden. Und Schlachterfischschuppen. Kommt nichts bei raus. Und Schlachterfischschuppen und Säbelzahntiger-Reißzahn. Schwere Rüstung verstärken. Ziemlich cool eigentlich. Und verkohltes Geberfell. Kommt auch nichts bei Raum. So. Verkohltes Geberfell vielleicht mit einer Weißkappe. Dauerhafter Magikerschaden. Magiker wiederherstellen. Okay, Magika verwüsten noch dazu. Fehlgeschlagen. Ja. Wir haben immer noch ziemlich viele Zutaten, ne? Ist irgendwie Tundra-Baumwolle, können wir auch noch gar nicht. Noch gar nicht.
Tundra-Baumwolle und Schneebären. Nee, Tundra-Baumwolle und Salz. Nee. Tundra-Baumwolle und eine Nierenwurz haben wir noch. Magieresistenz haben wir auf der Tundra-Baumwolle, auch nicht schlecht. So, Magieresistenz und Lichtblüte ist dann auch Magieresistenz, ja. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Nehmen wir mal die Frostsalze dazu, es bringt nichts. So, den Hirskarpfen mit Schlachterfisch, Ei, auch nicht. Schlammkrabbenchitin kennen wir alle Effekte schon. Skeverschwanz kennen wir noch gar nichts. Mit Schuppenschwamm kennen wir beides noch nicht. Skeverschwanz mit Schimmerpilz. Ich lese immer Schimmelpilz. Maria Topiella. Kommt auch nichts raus. Skeverschwanz mit der Flusspeitscher. Gesundheit senken. Sehr schön. So, und den letzten Skeverschwanz. Setz jetzt einfach mal auf einen Fliegenpilz. Kommt nichts bei raus. So, ein Fliegenpilz könnte ich auch einfach mit allem kombinieren. Ja, das, wir haben da mehr als genügend. Feuerresistenz beim Fliegenpilz. So, und dann fehlt noch ein Effekt irgendwie. Oh, ist es schwierig, ey. Schlammkrabbenchitin hat auch Feuerresistenz, das wusste ich nicht mehr. So. Aber tatsächlich. Die Schneebären. Findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. So, Feuerresistenz können wir nicht ein bisschen gebrauchen. Das ist immer wieder so ein Punkt, wo man echt ein bisschen was Sinnvolles mal herstellen. Oh, Spinneneier und Sumpffeldschoten. Was haben wir denn? Einen Effekt hatte ich auf dem Spinnenei schon, das ist Ausdauer senken. Immer das Zweiglingssaft zusammen, Magika-Regeneration senken, das ist gut. Und Alchemie sind wir schon auf 31, ist ja der Hammer. Und das, Gesundheit senken, das war, wäre absehbar gewesen. Trollfett und Salz. Rote Bergblume haben wir schon ziemlich viel. Die Perlen. Perlen und Beeren, das passt doch gut zusammen. Tatsächlich, Blitzresistenz. Perlen und Eier, vielleicht dann auch? Nein, aber vielleicht. Vielleicht Perle und. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge. Was hat die Perle? Ausdauer und Blitzresistenz. Maiskappe. Magika wiederherstellen, sehr schön. Und ja. Ich stehe jetzt hier schon fast 40 Minuten rum. Tundra-Baumwolle und. Und die Zeit vergeht ehrlich gesagt wirklich wie im Flug. Das ist jetzt gar nicht mal ironisch gemeint. Nur, ich habe auch nicht. Also, man könnte es natürlich noch deutlich systematischer angehen, als ich das hier versuche. Das bin ich mir schon bewusst, aber. Irgendwie. Fehlt mir da schon ein bisschen der Elan, da jetzt hier super, ja, super organisiert ranzugehen. Ich mische einfach mal zusammen. So. Tja, Schimmerpilz, setze ich mal auf was völlig Unbekanntes nochmal mit drauf. Ja, einfach mal auf die Weißkappe. Kommt natürlich nichts bei rum, war ja klar. Tundra-Baumwolle, wissen wir auch noch nicht so viel. Mit einem Pilz zusammen funktioniert das auch nicht. Tundra-Baumwolle und Schmetterlingsflügel. Redekunst verstärken, das ist doch mal ganz gut. Weißkappe und Salz, hat man das schon? Nein. Weißkappe und was war das nochmal genau? Magika wiederherstellen. Lavendel. Magika verwüsten kann die Weißkappe auch, das ist schön. Trollfett und Lavendel, dann riecht es etwas besser. Passiert aber auch nichts. Fliegepilz in rauen Mengen. Ah ja, erzürnen, war ja klar. Fliegenpilz, da habe ich sie entdeckt. Da war noch ein völlig unbekanntes, ne? Und bin jetzt total beknopft. Da.
Krankheiten und der gute Schuppenschwamm ist mal wieder ein Pilz. Mit der Lichtblüte funktioniert nichts. Der Schuppenschwamm mit einem Distelzweig. Okay. Vom Dwemeröl. Das Magika wiederherstellen kann. Wissen wir auch noch nicht allzu viel. Ich Illusion verstärken und Magika wiederherstellen. Auf Maria Tapinella. So, und das ist also ein sehr magisches Öl, auf jeden Fall. Nichts bei rum.